Aber das autonome Dreschwerk ergänzt jetzt unsere CMOS-Technologie, die wir für die Lexion-Mähdrescher so schon seit Jahren im Markt haben. Wir haben uns jetzt mit der Drescheinheit des Mähdreschers beschäftigt. Das ist also die Dreschtrommel und der Dreschkorb. Und das integriert in CMOS. CMOS ist das Glas-elektronische Maschinenoptimierungsprogramm. Und das hört man schon am Namen, das hat was mit Automation zu tun und Digitalisierung. Die Kommission hat dabei überzeugt, dass das ein vollautomatisches System ist, das also auch tangential Mähdrescher einstellt und zwar immer, und das ist das Neue daran, am Leistungsoptimum des Motors und der installierten Technik. Dass wir jetzt die Drescheinheit, das Kernstück des Mähdreschers, da integriert haben, das führt dazu, dass wir jetzt wirklich einen selbstfahrenden Automaten haben.